Und da sind wir wieder wie jeden Sonntag mit Ihrem Primetime-Magazin. Heute mit ganz viel Schokolade auf AIDA Perla. Tim Davis war an Bord, ein Galeriekünstler. Und zuletzt Blicke hinter die Kulissen von der Werft von meinen Sales-Kollegen. Viel Spaß! Manchmal haben die Kollegen an Bord so viel zu tun, dass sie keine Gelegenheit haben, in den Hafen zu gehen. Das war neulich zum Beispiel in Brügge so. Und da hat man die Gäste gebeten, ob sie ihnen nicht ein bisschen Schokolade mitbringen können. Und natürlich soll es auch eine Gegenleistung geben. Und was daraus geworden ist, das sehen Sie jetzt. Viel Spaß. Ja, es war eine tolle Aktion, aber leider am Ende tatsächlich nur eine Tafel. Aber diese Tafel besonders schön. Deswegen nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön, sogar mit Beschriftung. Ich hätte die Schokolade ja... Bitte erzähl nicht so einen Scheiß. 65 Kabinen haben mitgemacht und wir haben unfassbar viel Schokolade bekommen. Hier kommen die Kollegen. Was ist da drin? Wow. Krass. Ernsthaft? Ja. Was für Gedanken sich da ganz viele gemacht haben. Liebe Birte, leider ist mir das Einhorn davon galoppiert, aber ich konnte für dich das Einhorn-Hufeisen ergattern. Herzliche Grüße, Katja. Hallo, ich bin Lilly, 10 Jahre alt und habe extra eine Schokolade für Sie kreiert. Liebe Grüße, Lilly, für Birte. Ich glaube, ich weiß schon, wie wir das gleich schenken. So, das ist das Büro von unserem Security-Offizier. Der ist hier verantwortlich, das ist hier quasi unsere Schiffspolizei. Warte, muss ich dafür aufstehen? Machen wir ein bisschen... Ich weiß nicht. Ja, machen wir ein bisschen. Gut. Echt jetzt? Meine Güte, Alter, bist du bescheuert. Vielen Dank auch für diese Überraschung. Ist das jetzt diese Sexbombe, die ich entschärfen muss? Das ist richtig. Viel Spaß also, dabei. Ja, danke schön. Danke. Hallo, werte Kollegen. Danke schön. Diese Schokolade wollen wir mit deinem Department teilen. It's a swan. Ja, es ist wie der Schwan, wie, was, wie wir die aus den Handtüchern machen. Thank you so much. Cheers. Das ist alles für euch, denn ihr habt ganz fleißig mitgesammelt und all die Hasen und Enten und Bären und Frösche und all die herrlichen Tierchen, die sind als Dankeschön einmal für euch. Normalerweise machen die Kollegen Essen für uns. Heute haben sie für Schnökerkram für die Kollegen gesorgt und jetzt überreichen wir das dem Küchenchef. Bitteschön. Dankeschön. Da werden die Jungs sich aber freuen. Mega spannend. Jetzt sind wir nämlich da, wo die richtig harten Jungs am Start sind, nämlich unsere Engine-Jungs. Hello, we do have a short surprise. We ask our passengers to bring us chocolate from Belgium. And what they did is actually so amazing. Brought us screws and machine things out of chocolate. I would like to show it to you. Sollte mal eine Schraube locker sein. Hier ist Ersatz samt Mutter und Rohrzange. Liebe Grüße und nicht alles auf einmal aufessen. Ebert, Peter und Conny. Sehr, sehr gut. Über 70 Kabinen waren jetzt tatsächlich unterwegs und haben uns Schokolade aus Brügge mitgebracht. Und Sie haben es gerade gesehen, all diese wunderschönen Sachen. Und wir haben versprochen, dass wir uns erkenntlich zeigen. Und das tun wir natürlich auch bei so einer tollen Aktion und sagen vielen, vielen Dank und bis bald. Mit uns können Sie nicht nur wunderbare Destinationen entdecken, sondern auch die Kunst. Und Tim Davis, ein berühmter Pop-Art-Künstler, war bei uns an Bord und hat mal für die Gäste live gemalt. Spannender Bericht, gucken Sie mal. Als ich ein Kind war, ich habe angefangen zu malen. Vor, es war möglich für mich, zu buchstabieren oder auf Papier zu schreiben. Ich habe, glaube ich, immer gemalt und immer mit Farben. Immer ja, ganz kräftige, lebendige Farben. Meine Stilrichtung ist Pop Art. Es ist in dem gleichen Universum zum Beispiel wie Brito oder Rizzi oder Andy Warhol. Und ja, ich male gerne Bilder mit lustigen, lebendigen Charakteren, immer
farbig, sehr kräftige Farben. Und ich habe meine erste Reise als Gastkünstler in 2011 gemacht, zusammen mit James Ritzi und Felix Buttner. Und wir sind von Dubai nach Antalya gefahren, durch das Rote Meer. Die ganze Reise war toll, zusammen mit Ritzi und Felix Buttner zusammenzuarbeiten. Das war eine tolle Erfahrung. Und ja, ich liebe es, wenn ich fahre auf ein Schiff. Ich freue mich sehr. Ja, mein Großvater oder Großvater war ein Schiffskapitän. Und sein Vater auch. Und ich glaube, dass vielleicht das hat die Kapitän Calypso Bullauge Pop Art Bilder inspiriert. Ja, so in den nächsten paar Tagen werde ich ein paar Bilder fertig machen. Ich werde Kunstwerke auf Papier malen. Ich habe schon ein paar Bilder fertig gemalt und ich werde auch. Es gibt auch Signierstunden und wir machen ein Künstlergespräch mit dir, Show. Ja, wir haben viel geplant. So, ich freue mich sehr auf die nächsten paar Tage. Tolle Bilder, finde ich, und ein wirklich sympathischer Künstler. Und jetzt kommen wir zur Ida Nova. Meine Kollegen waren mal da in der Werft und haben mal geguckt, wie weit es so ist. Toller Bericht geworden. Bitteschön. Wahnsinn. Letztes Jahr im Februar war ich noch hier zum Stahlschnitt und jetzt sieht es schon aus wie ein richtiges Schiff. Und da würde ich sagen, schauen wir mal, ob wir da noch näher rankommen. So ihr Lieben, jetzt haben wir euch mitgenommen ins Baudock, um euch den beeindruckenden Fortschritt von AIDA Nova zu zeigen. Ihr seht sie hinter uns noch original verpackt und wir möchten euch einfach mal mitnehmen auf eine spannende Reise auf die andere Seite dieser Verpackung. Was meinst du? Was wird das hier, wenn es fertig ist? Mel, das wird das Studio X, das erste TV-Studio auf den Weltmeeren. Ne? Ja, cool. Lol. Demnächst heißt es hier schon Bühne frei und Vorhang auf in unserem neuen Theatrium. Ne? Das ist der wirklich absolute Hammer. Unser Theatrium, das Herzstück des Schiffes. Und erinnert euch mal an diese Bilder hier, wenn es hier in Kürze glitzert und funkelt. Die Lanai war, da ist sie. Da werden wir es uns gemütlich machen, oder? Absolut. Ich höre das Meer schon rauschen. Ich auch. Eve, die Streetfood-Meile, dein Paradies. Ach, ist unglaublich. Döner, Brot und Stulle, Currywurst. Ich bin im Himmel. Ich weiß, mein Schatz, ich weiß. Dauert nicht mehr lang. Juhu! Oh Mel, ich kann nicht mehr. Lass uns mit dem Fahrstuhl fahren. Ne? Ich glaube, das wird nichts. Dauert noch einen Moment länger, wenn du hier wartest. Oh Mann, oh. Komm, ist nicht mehr weit. Ihr Lieben, unser Beachclub darf natürlich auf AIDA Nova auch nicht fehlen. Der tolle Foliendom, perfekt, um tagsüber hier wunderschön zu chillen. Aber auch abends natürlich unsere legendären Partys bis spät in die Nacht in bestem Ambiente. Einer der Pools auf AIDA Nova. Oh Mel, ich kann nicht mehr. Lass uns an die Poolbar gehen. Na gut, komm. Kriegst einen Milchshake. Ah, läuft. So, wir lassen die Kollegen da drin mal weiterarbeiten, aber wow, was für ein sensationelles Schiff. Wir bleiben für Sie dran, das ist versprochen. Und jetzt kommt sie, die Verlockung der Woche. Und wenn Sie mehr wissen wollen über uns, dann gehen Sie auf www.aida.de oder Ihr nächstes Reisebüro. Viel Spaß! In Hamburg starten wir zur Nordeuropa-Reise. Durch den Ärmelkanal geht's nach Southampton in Südengland. Weiter geht's nach Le Havre. Die französische Hafenstadt gilt als das Tor von Paris. Wir besuchen noch Seebrügge und Rotterdam und erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Hamburg. Und zum Schluss wie immer die Bilder der Woche. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann teilen Sie uns. Schönes Wochenende. My head
that's what I intend.